Wir sind auf einem Schiff? Nein, ein Space Hulk. Die Gericht der Kadaver, wenn ich mich nicht irre. Wir müssen einen Verteidigungskreis einrichten. Sie verdammter, arroganter Narr! Merrick, beruhigen Sie sich! Sie haben sie alle umgebracht, Castor. Alle. Fort. Wegen Ihrer Inkompetenz. Sie halten mich für inkompetent? Sergeant Major, die Vernichtung von Typhon war unvermeidlich. Vor lauter Elder, Orks und Tyranniden war die Welt nicht zu retten. Bestenfalls habe ich den Tod des Planeten beschleunigt. Zu einer Zeit, wo relativ wenig Menschen dort waren. Wenig? Wenig? Es waren tausende Soldaten auf Typhon. Gute Männer, die dem Imperator dienten. Sie haben sie alle sterben lassen. Merrick, es ist das Leben eines Soldaten zu sterben. Mein Job war es immer, sie zu Orten zu bringen, wo sie sterben können. Es macht mir nichts aus, sie herzugeben. Aber ich vergeude sie nicht. Wegen ihres Opfers hat die Inquisitorin jetzt den Beweis, den sie brauchte. Sie haben doch den Beweis, den sie brauchten, oder, Inquisitorin? Ich habe Kyras gespürt, was in ihm war. Er ist nicht allein. Dann schlage ich vor, dass wir ihn suchen, damit wir das ein für alle Mal zu Ende bringen können. Wo? Ich war in seinem Geist und konnte es euch trotzdem nicht sagen. Ein Planet wird verschont, denn er wurde bereits gesäubert, vor Dekaden. Cyrene. Wo kann man sich besser verstecken als auf einer toten Welt? Kyras wird dort warten, das verspreche ich Ihnen. Er wird sich am Tod der anderen Welten laben. Und Sie wussten das die ganze Zeit? Vieles davon. Er ist nicht so klug, wie er glaubt. Den Rest habe ich mir auf Typhon zusammengereimt. Und jetzt, Sergeant Major, können Sie mit Ihrem Versuch, mich zu töten, fortfahren. Aber wie ich schon erwähnte, ich vergeude keine Männer. Und Sie wegen Ungehorsams zu töten wäre sehr verschwenderisch. Sind Sie dabei? Hier, Kommandant. Ich höre. Scheinbar ist er dabei. Gardisten sind bereit. Verstanden, Sir. Ich erfasse das Objekt. Man hat richtig schön darauf achten können, wie Burn Merrick die Flinte an den Kopf gehalten hat, also die Pistole. Eindringlinge! Invasoren! Rüpel und Tunichtgute! Niemand, aber wirklich niemand kommt einfach so aus der Luft auf diesen Space Hulk, ohne da ich das sag! Und jetzt verpiss doch! Sonst sag ich noch was Böses! Ja, ein Ork, der was Böses sagt. Wollen wir dann? Kommandant, bin schon unterwegs. Vorwärts! Zum Sieg! Hoffen wir mal, dass es zum Sieg ist. Mit unserer kleinen Truppe. Melde Feindkontakt! Melde Gefechtsinfos! Kleines. Ich frag mich, wie die Fähigkeiten des, Fettmarschalls hier drin funktionieren sollen. Also das Absetzen von Valkyren. Wir sind hier draußen festgenagelt. Hauptziel eliminiert. Dieser Ork ist besiegt. Jetzt fließt Mordblut. Immerhin sind wir auf dem Space Hulk. Hier einfach meine Valkyre reinzufliegen. Ziel erfasst. Stelle ich mir doch ein bisschen schwierig vor. Na gut, ich könnte jetzt fast schon Demon Wars absetzen. So, weg mit dem Plünderer. Befehle, Sir. Das hier kostet halt nicht so viel wie die volle Heilung. Wirkt aber halt nur auf ein Squad. Was nicht ganz so toll ist. Oh, ein Pickup. Werfen wir mal ein Päckchen unter die Räder. Oder auch nicht.
Machen wir die Orks weg, um an die Energie zu kommen. Und ja, in dieser Mission verzichte ich kurzzeitig mal auf den Demon Russ Abwurf. Oh, Infiltratoren. Verzichte ich auf den Russ Abwurf, bis wir aus dem engen Raum raus sind. Weil hier bringt er uns leider absolut nichts. Wir sind hier, an die Arbeit. Anscheinend entzieht das Ortgerät dem Teleportarium Energie. Wir müssen es sprengen, um weitermachen zu können. Der Ork versucht hier die ganze Zeit Energie aus dem Space Hulk rauszuquetschen, um zu entkommen. Und da ist ja unsere Symbiontenbrut, die auf keinem Space Hulk fehlen darf. Das ist ziemlich zerstört. So, sprengen wir die mal. Und da muss dringend der Plünderer weg. Hoffentlich ist das auch richtig. Wir sind jetzt unterwegs. Bin in Bewegung. Okay, unsere Ehrengarde hat schon mal wieder zwei, also unsere Elite-Gardisten, besser gesagt, haben schon mal wieder zwei Einheiten verloren. Ich erfasse das Objekt. Schon unterwegs. Genau, springt ihr die Ogrins, die euch verprügeln. Giganten nehmen sich die Infiltratoren vor. Und jetzt gucken wir mal, wie das aussieht, wenn ein... Okay, es kommt gar keine Valkyrie. So. Noch ein Gardistentrupp, diesmal mit schweren Waffen. Holen wir uns noch hier die Anforderungspunkte. Fahrzeug ausgeschaltet. Die sind jetzt übrigens alle mit Meltern ausgerüstet, also alle Gardisten. Na ja, ein Zoanthrop. Alle erzittern vor den Truppen des Imperators. Wir werden angegriffen. Das ist ziemlich. Erstmal die Stormboys weg. Und dann muss der Teleporter hier weg. Melde Feindkontakt. Kommandant, als Staatsbereit. Ich rücke aus. So. Jetzt, wo der kaputt ist, können wir zum nächsten weitergehen. Hier durchs Tor kommen wir erstmal noch nicht. Kleine Siege. Bin in Bewegung. Leg dich mit wahren Soldaten an, Mac. Ach, der stimmt, der Mac bombardiert uns. Also der verrückte Mac. Ich rücke vor.
Da ist noch so ein Teleportarium. Und soweit ich mich erinnern kann, müssen wir erst außen rum. Zeit für etwas Bewegung. Wir werden angegriffen. Das ist ziemlich zerstört. Merrick, mach erstmal das Ding weg. Melde Feindkontakt. Damit das aufhört zu nerven. Ich höre zu. Auf dem Weg. Das hat nicht so geklappt, wie ich es geplant hatte. Kleine Siege. Neuer Bericht. Feindberührung. Melde Feind. Wir sind hier draußen festgenagelt. Das hätten wir. Ziel erfasst. Fahre mit Angriff auf. Genau, schaut. Ich schieße das Ding erstmal zur Klump. Dass der uns aufhört festzunageln. Dann holen wir uns erstmal hier hinten Anforderungspunkte, dass wir uns einen Panzer holen können. Oh, Kriegerboot. Wir sind bereit. Heil mal den Trupp. Soweit ich weiß, das Tor geht er. Klopf, klopf! Wer ist da? Dat! Ja, genau, wir müssen erstmal noch da oben die Teleportergeräte platt machen. Hier, als dann. Ich rücke aus. Bevor die Tore aufgehen. Ja, recht würde ich mich freuen. Ich werde an. Der Panzerknacker ist hinter uns her. Orkknarren greifen hier an. Mach mal den Plünderer platt. Ich bin in Bewegung. Und jetzt die blöden Guardbots. Gut, Ziel erfasst. Fahre mit Angriff vor. So. Kümmere mich drum. So, jetzt kriegen wir gleich mehr Anforderungspunkte, also mehr Bevölkerungspunkte und können uns einen lieben Rustpanzer besorgen. Geben wir mal das Upgrade. Das dürfte nämlich nur das Hauptrohr eigentlich upgraden. Jo. Ne, halt, ich glaube, das hat nicht mal das Hauptrohr ab. Doch, das Hauptrohr feuert jetzt auf jeden Fall schneller. Man merkt aber, dass unser lieben Rust so viel mächtiger ist. Wow. Hier ist schon ein bisschen viel was gut was los. Ja, da kam eine Walküre diesmal. Wie der lieben was einfach das Ding zu Klump schießt, das ist böse. So. Füllen wir mal die Trupps wieder auf.
Ach ja, und die Frontkanone wird halt durch eine Laserkanone ersetzt. So, da nehmen wir was, schießt das Ding zu Klump. Diese Mission übrigens, das habe ich gar nicht, hab ich schon ganz vergessen zu sagen. Das Tor wäre jetzt auch offen, aber wir gehen mal außen rum. Und nutzen die Zeit, um noch zwei Limnos-Panzer zu holen, die dann von hier aus angreifen können. Die schicke ich darüber. Da sind nämlich noch ein paar Ressourcen, Quates. So, mein lieben Was sollte gucken, dass er das Ding platt macht. So. Hier dürfte nichts mehr sein eigentlich. Wenn unsere Leute Medizin brauchen, teilen wir sie aus. Merrick. Reparieren den nochmal ein bisschen. Und dann nehmen wir den Feind von zwei Seiten aus in die Zange. Für Bunker habe ich keinen Platz mehr, aber ich kann halt Napalm. Effektiv gegen Fahrzeuge. Effektiv gegen alles, würde ich sagen. Zeit für etwas Bewegung. Wir sind verstanden. Setzt uns in Bewegung. Die Okay. Ein Limnos hat's erwischt. Den zweiten hat's auch erwischt. Das war noch ein... Obwohl, ich kann ja einfach einen... abwerfen. Das tun sie allerdings. Jetzt muss erstmal der Mech weg. Der Mech wird doch ordentlich in die Zange genommen.
teleportet einfach meine Hogrins weg. Ist ziemlich zerstört. Gut. Klasse, Sir. Sieg. Sieg und wir haben die Raketensalbe. Jo, die ist cool. Lord Burn hat bald ein Upgrade. Nebelgranaten. Die sind sowas von unnütz. Sturmschild ist ein bisschen besser. Und die schwere Bolter hier, der ist eigentlich auch ganz cool. Dafür bräuchte ich allerdings das Upgrade, dass Merrick sich sofort aufstellen kann. Habe ich das? Muss ich mal gerade gucken. So, Verbesserung ist klar. Todesklinge. Zeit, zu Ende zu bringen. Kyras wartet und ist bereit für uns. Es wird also eine große Herausforderung. Wenn wir aber... Darf ich frei reden, Sir? Seit wann brauchen Sie eine Erlaubnis dafür, Sergeant Major? Schießen Sie los. Nun, Sir, Kyras wartet vielleicht, aber er hat sie nur unterschätzt, seit sie und die Inquisitorin eingetroffen sind. Verdammt, selbst ich habe sie unterschätzt. Habe uns unterschätzt. Wie auch immer. Er wartet vielleicht auf uns, aber ich kann garantieren, dass er nicht bereit ist für uns, wenn Sie wissen, was ich meine. Wenn er irgendwann bereit ist, dann ist das, nun, zu spät für ihn. Vielleicht lebt er lange genug, dass ich ihn befragen kann. Ich habe so viele Fragen. Jo, wir haben noch ein paar Orte freigeschaltet bekommen. Was können wir dann hier? Infanteristentrupp. Ja. Hier können wir den Infanteristentrupp verbessern. Da können wir Ogrins freischalten. Das werde ich wahrscheinlich als erstes machen, dass ich die Gericht der Kadaver abgeschlossen habe. Also ja, die Mission hier gerade eben ist in der Tyrannienkampagne, kommt sie nicht vor. Das kann ich schon mal vorwegnehmen. Dafür ist die Mission, die hier jetzt optional ist, eine... in der Tyrannienkampagne die Hauptmission gewesen auf der Gericht der Kadaver und soweit ich weiß die einzige Mission, die es dort gab. Ah ja, alles andere war dann so, wie es war. Wir haben also noch die zwei optionalen Missionen und dann geht es hier zu den letzten beiden Primärmissionen. Es waren, glaube ich, nur noch zwei. Jo. Wir haben auf jeden Fall den Todesklingenpanzer, die tolle Verbesserung. Wobei ich jetzt gar nicht mal mehr weiß, ob die so toll war. Werden wir aber sehen. Hier hole ich mir auf jeden Fall Ogrins für die Blechköppe. Und was ich dann hier auf der Mission kriege, das werden wir sehen. Weil hier kann ich die Ogrins freischalten, hier kann ich die... Ach, hier kann ich die das Aufklärungskit für die Gardisten freischalten. Ja, gut. Das sehen wir aber dann alles. Ich mache jetzt hier erstmal wieder einen Cut. Drei Missionen haben wir ja schon wieder geschafft. Also, bis dann.